So, Freunde, jetzt geht's weiter mit dem zweiten Part der Feuerwerksmarktbestellung 2017. Auspacken tut heute mal mein Bruder Nico. Ja, er ist auch mal ein bisschen Premiere. Ja, dann leg mal los. Schneid mal auf das Ganze. Mal gucken, was davon heißer Stuff drin ist. Ne? Ich weiß es ja, du nicht. Ja, so ist gut, ja, ja. Gibt es in der Mitte nochmal einen Schnitt. Oh, ist er gierig. Cut er mir so lieber aus der Hand, doch. Sonst schneidest du dich näher noch. So. Verpackungsmaterial, ne? So, dann leg mal los. Das Biest. Ja, das Biest, genau. Dann haben wir von Führungsfreude Feuerwerks ebenfalls die Schöne. Die Schöne und das Biest vom Pyro Trade. Warte mal, ich mach das mal anders. Bevor wir weitermachen, ich richte mal das Mikro in deine Richtung, dann versteht man dich besser. Nö. So, jetzt kannst du auch ein bisschen lauter reden. Genau. Dann fangen wir an mit die. Na, was Meltdown. Ist das? Meltdown. Von Explode, oder? Nee, ist von Geischer. Von Geischer, ja. Genau. Kennst du noch nicht, ne? Nee, muss gerade erstmal gucken. Das ist von Gau. Von Gau, denn die Vulkanum. Der große. Multicolor, ja. Machen wir weiter mit der Prismatica-Fontäne. Prismatica, die ist von Rubro. Ja. Ja. Dann eine kleine Batterie, die Gold Blue von Funke. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Mal gucken, was die kleinen No-Budget-Cakes da von Funke so drauf haben. Im Video sah das ja schon extrem geil aus. Dann die SOS-Fontäne von Jorge. Ja, freue ich mich auch riesig drauf auf das Ding. Doch, ganz schön groß, ne? Also auf dem Video sah das eher klein aus, ne? Ja, Quatsch, auf dem Foto im Online-Shop. Das ist doch recht groß. Dann die Yes von Jorge. Die Yes, JF15, ne? Jawohl. So, dann kommen die Big Cracker von Geisha. Ja, die mussten zweimal sein. Sollte eigentlich noch im anderen Karton mit drin liegen, aber okay, naja, die sind auch im Stress. Die Thunder Cube von Leslie. Die waren letztes Jahr nämlich ganz romantisch. Romantisch, sexy. Ja, besser auf jeden Fall als. Ja, schau mal rauf, ist das die ältere Charge noch? Muss auf den Kubis mal raufgucken, dass die Charge ist mit den 6,25 Gramm oder so. 4,5 Gramm. Ja, also alles klar, dann sind das schon die abgeschwächten. Ja. Was heißt dann, abgeschwächten? Ich glaube, die haben die Lunte da jetzt nicht mitgerechnet. Ja. Dann die Super Vampire von Rubro. Freue ich mich auch schon drauf. Und mal wieder ein paar Bienen testen. Paar Bienen? Naja. Paar Bienen. Die Octoplus Heuler von Funke. Ja. Geiler Artikel, auf jeden Fall. Da will ich, wie Knalltrauma auch schon sagte, mal schauen, ob die auch fliegen durch die Luft. Das wäre ja mega geil, wenn die so einen Schub haben, dass die auch in sieben Stufen auch durch die Luft wirbeln. Das wäre ja richtig krass. Wenn die mal wieder ohne Stäbchen, ja? Ja, sie sind ja als Fontäne vermarktet, ne? So, wir sind echt an. Dann haben wir hier das Pyromobil von Explode. Ja, das ist ja total geil, da ist ein Batman-Zeichen drauf. Kannst du mal kurz auspacken, dann will ich mal sehen, wie das so verarbeitet ist. Dann packen wir aus. Das Plastik. Geil, ne? Geil. Ist cool. Schöner Batman-Zeichen, ne? Ja, auf jeden Fall. Das wird lustig.
Mal gucken, wie das Ding live kommt, ne? Total geil. Obwohl, ich pack wieder rein. Genau. Ich werde ja noch ein kleines Gesamtbild machen, weißt du, von den Bestellungen. Der kostet 4 Euro, der Teil. Und dann haben wir hier noch die, kann ich gar nicht lesen, Tornado Sunflower von Rubro. Genau. Ja, Rubro fertigt aber auch viel für Geisha, weißt du? Also vieles von Geisha ist auch von Rubro importiert oder auch gefertigt worden. Deshalb müssen wir nochmal schauen. Dann haben wir jede Menge alter Lufthäuser. Nee, das sind keine alten, das sind die neuen. Die neuen? Ja. Sehen aber alt aus. Ja, das ist das alte Design. Funke macht ja immer mit alten Design. Greift immer die alten Designs von früher auf. Das sind so eigentlich die Designs, die Weco früher verwendet hatte. Mhm. Ja, haben wir einmal, müsste das rot sein, dann die Silber Lufthäuser. Das werden bestimmt die blauen sein, ne? Ja, genau, steht auch drauf, Silber. Und dann halt die normalen, ne? Ja, richtig geiles Design. Und was sind da die Unterschiede? Ja, die wirst du dann feststellen dann bei der Tour. Achso, naja. Dann die knallfrische C von Funke. Ja, bin ich auch stolz drauf, dass es doch noch geklappt hat, die Teile zu ordern. Ist auch Neuheit, ne, von Funke. Und ja, mal schauen, was ich denn da drüber. Er ruppt da gleich kaputt. Oh! Ich muss gucken. Ich muss ja gucken, ob du keinen weggestellt hast. Ja, das sind auf jeden Fall Böller von Funke. Ja, das sind China die neuen. Böller D. Genau, das ist die P1-Variante. Das ist jetzt schon die neue 217 von Funke. Mhm. Die neue Charge jetzt von den D-Böllern. Müsste auch draufstehen, P1 hinten. Nicht ja, aufruppen. P1. Noch nicht aufruppen. Schallerzeuger Kategorie P1. Ja, genau. Siehst du? Gut, machen wir das erstmal. Ja, das war's auch schon. Ach, das war's schon. Ja, mehr ist ja drin. Ja, leider. Leute, dann machen wir nochmal ein kleines Gesamtbild und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Unboxing wieder. Ne? Nico, hat Spaß gemacht? Ja, ne? Ja.